Moin moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durch mein Questmenü geguckt und ich bleibe erstmal bei den verschiedenen Quests. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ich habe mir die hier rausgesucht. Finde Nostas Helm in tiefen Sturzhöhle. Das war, glaube ich, von einem Obdachlosen aus Einsamkeit, der Helm, den wir da finden müssen. Wollen wir da mal gucken, wo diese Höhle ist. Da oben ist die Höhle. Ja, dann laufen wir doch einfach mal von hier aus los. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ist jetzt ein bisschen was an Weg, aber ich glaube, das sollte uns jetzt nicht allzu sehr aufhalten. Vielleicht finden wir ja auch noch was Schönes auf dem Weg. Und dann ist das Ganze doch sowieso halb so wild. Was haben wir denn hier unten? Hier ist angeblich irgendwas. Ist das eine Lichtung? Das hier ist doch ein Ort, ein spezieller. Pizzateig entdeckt. Ja. Gibt es denn hier eigentlich noch was Schönes zum Mitnehmen? Wer nicht. Okay. Ich wollte noch mal eine Sache gucken. Ja, ich bin entladen. Das ist super. So, wollen wir mal weiterlatschen. Gehen wir mal da entlang. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ob ich mein Inventar aufgeräumt habe, beziehungsweise es ausgemistet habe. Oh, Eisgeist. Och nö. Ja, ja. Sabbelnet passt. So. Ja, ist der Eis. Eisgeist-Essenz und Eisgeist-Szene. Sehr schön. Was machen denn? Ja gut, hier liegt schon ein bisschen Schnee. Naja. Aber was ich hinaus wollte ist, ich wusste nicht mehr, ob ich das Inventar aufgeräumt habe, weil die letzte Aufnahme doch schon einige Tage, beziehungsweise jetzt glaube ich auch schon ein paar Wochen her ist. Und noch ein Eisgeist. Way. Geister. Naja. Ist das jetzt echt so weit? Wie viel habe ich denn vom Weg schon geschafft? Ich bin doch fast da. Das frühe Symbol wird gar nicht so wirklich größer. Ein Stahlfall zurück. Sehr gut. Bin hier unten, der brauche ich gar nicht erst zu. Eine Spitzhacke habe ich leider immer noch nicht. Ich hätte gerne was von diesem Erz abgebaut. Oh nein. Ich habe immer noch. Das gibt es doch nicht. Meine Güte. Was ist denn hier los mit diesen Eisgeistern? Ich verziehe aber gerade eben ordentlich. Im letzten Moment ist das auch. Sehr schön. Habe ich den Eisgeist noch besiegt bekommen? So. Aber wo ist jetzt der Eishaufen oder wie das heißt? Ich würde doch gerne Eisgeist-Szene haben. Oh, ein Stahlpfeil. Sehr schön. Da ist der Eisgeisthaufen. Ha! Der Eishaufen, besser gesagt. Gibt es denn hier oben irgendwas Schönes, was ich noch mitnehmen kann? Ein Hirsch. Zutat. Und nicht und eine Leiche. Ich möchte sie erstmal nur durchsuchen. Grundlagen der Schlossmechanik. Komm, das gucken wir uns doch mal an. Bei unseren Büchern. Wo sind denn die Grundlagen der Schlossmechanik? Ja, Schlösserknacken verbessert auf 49. So soll es sein. Das Buch nehmen wir jetzt einfach mal mit, weil wir sie gerade dabei haben. Ich muss dran denken, dass in Riesenheim, also im Haus, auszupacken. Als
sehen, ob ich dran denke. Ich wage es jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ich habe heute Zeit, vielleicht 2 Folgen aufzunehmen. Weiß noch nicht, ob bis dahin mein Inventar voll ist. Mal sehen, ob ich überhaupt dazu komme, was, oder ob ich überhaupt auslernen muss, das Inventar. Sondern nicht so viel geredet, aber hab trotzdem schon gemerkt, so langsam wird der Mund trocken. So. Was sollst du denn? Bist du ein Eistroll? Ein Eistroll, ja, Tatsache. Ah ja. Ja, ja. Du warst ein Eistroll. Haha. Hier geht's aber ganz schön tief runter. Weiß nicht, ob ich da runterspringen möchte. Leute. Ich glaube, ich bin dann tot. Ach, da kann man auch besser hoch. Trollfett und 2 Stahlpfeile kriegen wir zurück. Da bin ich aber über den ganzen Abgrund hier geglitscht. Ne, klappt nicht nochmal. Ja, muss auch nicht sein. Nachher war das einfach nur. Hat er uns gesehen? Ne, hat er nicht. Aber trotzdem gerne von hier unten schon mal abgeschossen. Ja, machen wir das von hier aus. Meine Güte. Aber ich war auch ziemlich stumm, weil ich echt Schiss hatte, dass der uns jetzt erwischt. Oh. Die Musik verrät uns, dass das schon jetzt jeder Gegner gewesen ist. Scheinbar. Skelett. Und noch ein Buh. Zerstörung verbessert. Sehr schön. Geldbeutel haben wir hier noch. Orkischer Zweihänder brauchen wir nicht, aber die Schneebären nehmen wir und die Truhe durchsuchen. Nostas Helm, sehr schön. Gold, Seelenstein, Amethyst, Ring der Wiederherstellung und den Kriegshammer nehmen wir nicht mit. Bringe Nostas Helm zu Nosta. Hätte ich jetzt niemals erwartet, dass wir Nostas Helm zu Nosta bringen müssen. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Na gut. Wollen wir mal schnell reisen. Mal sehen, ob ich recht hatte, ob der Mann wirklich in... Ja, das ist der aus Einsamkeit. Hatte ich doch noch recht. Und dann gucken wir mal, wo Nos da rumspringt. Ah, anscheinend ganz... Ja, da vorne steht er ja schon. Ah, hier, Nos. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Natürlich, nimmt erstmal ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Und ich habe euren Helm gefunden. Seht ihn euch an. Das ist noch echte Nordwertarbeit. Ich will euch einen alten Kniff zeigen, den ich als Kundschafter gelernt habe. Dadurch fällt es dem Feind schwerer, euch auszumachen. Aha. Schleichen verbessert. Sehr schön. Okay. Ihr lasst mich jetzt besser allein. Ja, ja, ich lasse dich allein. Kein Problem, du willst bestimmt mit deinem... neuen alten Helm eine Runde rumspielen. Ne? Ich habe gehört, dass Sie die Dämmer... Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Woran habt ihr gedacht? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind.
Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Ich bin ganz Ohr. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Ihr wollt also, dass ich den Leuchtturm zum Erlöschen bringe, ja? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Was passiert denn mit den Seeleuten auf dem Buhl? Ach, weißt du was, das ist mir sowas von Rilly. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten. Also, da müssen wir hin, dann gehen wir doch mal zur Salzwassergrotte. Was ist denn das hier für eine Kiste, Mensch? Das ist mir aber, glaube ich, das letzte Mal nicht aufgefallen, wo ich hier aus der Salzwassergrotte rauskam, wo ich Gullum Ei, glaube ich, verhört habe, wenn ich mich nicht irre. Davon müssen wir für irgendeine Quest irgendwann mal auch nochmal 30 Stück sammeln. Oder so. Oder 10. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nehmen wir einfach mal mit. So, der Leuchtturm. Jo. Ist denn hier eigentlich wer? So, was haben wir denn hier? Kehre zu Jarera. Jarera. Pata, pata. Wo ist er denn? Da unten. Dann werden wir doch mal hier, oder reisen wir mal hier hin per Schnellreise. Wo hält sich der Gude denn? Irgendwo hier. Da ist er doch. Sieht aus, als hättet ihr keine Probleme gehabt. Ich habe das Feuer im Leuchtturm gelöscht. Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat zur erwarteten Zeit nicht angelegt. Ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Sie erwartet euch. Alles klar. Finde Deja im Wrack der Eisläufer. Okay, wo ist denn die Eisläufer? Ach, da oben. Okay. Ah, da laufen wir einfach mal von hier aus. Hier so ein bisschen gleich übers Wasser. Eine Angel, kann ich die mitnehmen? Nee, schade. Ich hätte gerne mal geangelt in dem Spiel. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Also das Angeln, dass das nicht geht. Aber gewünscht hätte ich es mir trotzdem. Naja, ist ja aber auch egal. Okay. Ein bisschen weiter nach hier drüben. Oh, Todesglockenblume, sehr schön. Wie heißt nochmal? Eisbrecher, ne? Eisbrecher hieß das Schiff. Ich bin mal gespannt, was uns dort erwarten wird, weil so wie ich Khajiits oder auch Agonia, in diesem Fall halt Agonia kenne, ja, das sind nicht die aufrichtigsten. Ah, das dürfte das Boot sein. Ah, ist ein bisschen vom Weg abgekommen, kleines bisschen. Ah, wie gesagt, das sind nicht die... Ah, wer bist denn du? Das sind nicht die aufrichtigsten.
Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Farkas? Okay, Farkas ist jemand von den Gefährten. Mhm. Was auch immer der hier macht, mit wem ist er denn da unterwegs? Atis. Ich schwöre, jeder Wanderer, der in Weißlauf ankommt, sieht schwächer als der letzte aus. Okay. Ah, wer hat dir das gesagt? Schon bald werde ich es sein. Ah, ja. Bis dahin kümmert sich der Zirkel um die täglichen Aufgaben. Ich wusste gar nicht, dass man die so in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal, antreffen kann. Ich dachte eigentlich nur, dass die, abgesehen natürlich von Quests, nur Stachelkreis, nur in Weißlauf rumwandern und nicht auch durch die Walachei latschen. Aber so kann man sich halt auch irren, ne? So. Wie lautet denn eigentlich mein Auftrag? Ich will nochmal kurz gucken. Licht aus. Finde Deja im Wrack der Eisen. Alles klar. Also werden das hier die Leute, die da rumlaufen, wahrscheinlich Gegner sein, nehme ich mal stark an. Nest von Schlachterfischeiern. Jawohl. Hier wird's. Damit. Okay. Für uns geht quasi jetzt der Kampf los. Oder müsste losgehen. Ich schleiche mal eine Runde. Nicht sprinten. Ja, ja. Wer entdeckt uns denn da? Bezwinge Deja. Okay. Aha, wir hätten die gar nicht töten sollen. Wir sollten doch Deja dazu suchen. Das ist doch die Freundin, Schwester von diesem Jale Ra, von dem wir die Quest gekriegt haben. Das wundert mich jetzt, weil ich dachte, das wäre unsere Verbündete. Aber so, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, kannst du Argonian oftmals nicht trauen. Und genau das hat sich hier wieder bewiesen. Du kannst Argonian einfach nicht trauen. Trauen, Mann. Ja, komm hier. Halt, sabbel. Auf geht's, zack. Nix gut da. So. Ach, dieses Nähren, das geht mir schon ein bisschen auf den Senkel. Aber, naja. Geldbeutel steht. Noch ein Geld. Und da liegt noch einer. Nähren. Nein, ich will mich nicht nähren. Aber ich will die Pfeile, mein Freund. Hier gibt es nichts Gescheites. Aber hier noch ein Geldbeutel. Okay. Okay, wir müssen Deja finden. Wird wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, unter Deck sein. Hab ich mir doch gedacht. Wo sind wir denn hier? Geldbeutel, Geldbeutel. Und eine Truhe, ja. Eine Truhe. Oh, die war echt schwer zu öffnen. Heide Witzka. Okay. Und hier liegt auch noch ein kaiserlicher Soldat. Hast du auch Pfeile dabei? Sehr schön. Ich mag das, wenn ihr Pfeile dabei habt. Deswegen gucken. Oh, die ist leer. Schade. Deswegen gucken wir gerade mal auf die Seite vom Schiff. Und hier auch noch ein kaiserlicher Soldat. Ich bin leider nein. Naja, vielleicht haben wir drinnen noch ein bisschen Glück. Ruf in die Eisläufer. Nicht Eisbrecher, Eisläufer. Jetzt. Ja, ich habe es gerade gelesen. Eisläufer. So. Nichts Gescheites. Gibt es hier Gegner. Bestimmt. Ich zum Beispiel. Hallo! Was war das? Ist da jemand? Oh, da kommt doch jetzt jemand um die Ecke. Was war das? Okay, ich bleib mal gerade hier stehen. Falls sie auf die Idee kommen, hier um die Ecke zu kommen. Was war das? Ja, Deja. Ah, Argonia, hörst du raus. Oh, den habe ich nicht getroffen. Aber jetzt. Ah. Okay. Oh, dieser kommt um die
Finde heraus, wo Jarerars Räuberbande die Beute versteckt hat. Jarera, was ein Name, Mensch. Ist hier noch was drin? Nichts Gescheites. So, Deja, durchsuchen. Notiz. Kann man die sich hier auch direkt angucken? Nein, kann man nicht. Auf der PlayStation geht das. Da gibt es direkt einen Shortcut dafür. Notiz von Jarera. Abgeschlossen. Reise zur Grotte des zerbrochenen Ruders. Okay, Schwester. Sobald ihr die Pakete bekommen habt, schickt sie mir zur Grotte des zerbrochenen Ruders. Der Schwachkopf, der unsere Arbeit am Leuchtturm erledigt hat, sollte bald darauf eintreffen. Sorgt dafür, dass man sich darum kümmert. Ja, ja. Ich bin der Schwachkopf. Hm? Ist klar. Deswegen habe ich eure komplette Bande jetzt so gerade ausgelöscht. Hat ja gut geklappt, mein Freund, ne? Jarera, du wirst da auch noch dran glauben müssen. So. Ah, sehr schön. Den hat die nämlich, glaube ich, genau im Schädel getroffen. Ein Seemann. Er hat immerhin ein bisschen Gold dabei. So, Tür öffnen. Hier ist kein Toter. Hier ist aber ein Schrank, in den ich nochmal gerade reingucken möchte. Und ein Beutel. Ein Beutel oftmals. Krankmischer-Zutaten drin sind. Oder wie in diesem Fall, Gold. Sehr gut. Beistelltisch. Gold. Auch wenn das nicht wirklich viel ist, immer. Aber ich sag mal, sowas wirklich immer Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn du nur ein bisschen was von dem Zeug die ganze Zeit immer mitnimmst, hast du irgendwann schon einiges zusammen. Zum Beispiel, ich verweise da gerne jetzt hier an das Beispiel, wo wir uns Prisenheim gekauft haben. Ich habe mit dem, was ich verkauft habe, genau diese 5000 Gold erzielt, um mir Prisenheim kaufen zu können. Also außerdem biegt es ja auch nichts. Ich bin bei den Spielen immer so drauf, dass alles, was nichts wiegt, nimmst du mit. Außer das, was du halt wirklich überhaupt nicht brauchst. Und Gold, wenn mir erzählt, dass du Gold nicht brauchst in dem Spiel, na gut, der hat scheinbar noch nie Skyrim gespielt, weil es ist zwar nicht das Entscheidendste, aber Gold brauchst du schon. Ja? Von daher ist das so nicht ganz richtig. Alles klar. Was gibt's hier unten? Hier gibt's bestimmt eine Menge Salz, weil auf einem Boot. Ah, hier ist super Knoblauch. Da gibt's eigentlich doch immer eine Menge Salz, da erinnere ich mich, ja. Naja. Ich werde. Lavendel. Ich irre mich wahrscheinlich hier ein bisschen und habe das falsche in Erinnerung. Aber natürlich, die Haupttruhe ist auch geplündert. Ach, komm schon. Okay. Wir können hier wieder rausgehen. Hier ist. Ich dachte, hier liegt noch eine Leiche in der Ecke. Nee, war gar keine. Wir können hier wieder raus. Ihr Konsorten seid halt scheiße. Das ist halt so, ne? Und ich reise mal eben dahin, was mir der Standort der Quest sagt. So. Wo wird es mir denn angezeigt? Da, oh, ach da! Oh, also zur Salzwassergrotte wieder schnell reisen. Und diesmal in die andere Richtung hier einmal außenrum. Nicht in Richtung Leuchtturm, sondern in Richtung Grotte des zerbrochenen Ruders. Wie ist das jetzt so? Ich glaube, ne? Wenn ich hier so ein bisschen schniefe, tut mir das wirklich leid. Allergie. Jeder, der auch Allergie gegen Pollen, Gräser, vielleicht auch Birke hat, was ich ganz, ganz schlimm habe. Birke. Schrecklich. Der wird mich da verstehen. Echt nicht geil. Aber egal. Man wird es überleben. So, wo ist denn diese komische Grotte des zerbrochenen Ruders? Grotte des zerbrochenen Rudolfs, das ist wohl her. Schlachter von Enoch. Edward. Oh, Hawker. Hawker möchte mich jetzt nicht anlegen. Ich hab nichts gegen euch, aber du hast scheinbar was gegen mich. Na, darf ich den halt nicht nähern. Ist da auch ein Hawker davor? Ist das ein Hawker?
Stahlgras. Was macht der Stahlgras? Hier brennt ein Feuer. Ach, ist das schön. Nun in die Horker. Sind alle weg. Na dann tschüss. Okay. Auf geht's. Ihr seid schon eine Weile hier. Ach, da oben laufen so. Ist da jemand? Herrlich, komm. Sehr schön. Okay, die ersten beiden habe ich schon mal. Und das Schönste, was daran immer noch ist. Die haben Pfeile dabei. Dem habe ich, glaube ich, den Pfeil genau in den Schädel gejagt. Der ist leer, obwohl er so gefüllt aussieht. Egal. Da liegt noch einer. Sehr schön. Das braucht man nicht. Okay, hier geht's nach oben und da geht's nach unten. Gucken wir da erstmal hier hoch. Ist scheinbar auch niemand. Okay. Da geht's da entlang. Da kann man hier Dings aufmachen, eine Brücke. Okay, aber der da unten, der muss erstmal dran glauben. Beide Seiten ohne. Sehr schön. Trischi. Oder wie auch immer man da sagt. Schau mal, Trischi. Okay. Ah, da gibt es noch eine Truhe. Sehr gut. Gewöhnlicher Sehenschein. Gold und Zaubertrank der Heilung. Zaubertrank der Heilung. Ja. Mit Zaubertrank der Magika im Anfangsstadium, wenn man gerade als Magier anfängt. Da brauchst du echt, wenn du Pech hast, ganz schön viel von. Okay, da oben steht einer. Krieg ich den oder krieg ich den nicht? Ah, leider nein. Na gut. Gehen wir doch mal hier entlang. Okay, die Fackel da. Okay, ich bin wieder versteckt. Stimmt das Plumpsklo hier? Jo, so sieht's auch aus. Wer bist denn du, mein Freund? Oder wer warst denn du, mein Freund? Da hinten, da ist einer. Na, steh auf, komm. Oder leg dich doch am besten wieder hin. Hinlegen besser. Okay. Oh, den hätte ich aber gemein töten können. Hätte ich den Pfeil da oben gegenschießen können und dann wäre er jämmerlich verbrannt. Aber ich bin kein Unmensch, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber auch nur deswegen, nicht weil ich das erst später gesehen habe. Nur deswegen, weil ich kein Unmensch bin, ja? Das könnt ihr mir ruhig glauben. Eine Truhe, geil. Stahlkriegshammer brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Was haben wir hier oben noch? Gold. Ja, wieder ein leeres Fass. Geil. Noch ein leeres Fass. Geil, Janik, geil. Musst du mal jedes Fass anklicken, ne? Das sieht ja interessant hier aus, Mensch. Da mal welche da oben. Da habe ich einen gesehen. Das ist wahrscheinlich der, auf den ich vorhin schon geschossen habe. Aber wo steht der denn jetzt? Wo ist der? Ah, kann ich nicht mehr sehen. Naja. Ah, da. Das Fass war noch nicht leer, aber. Nichts für mich. Schade. Geil. So, jetzt gucken wir mal. Ein bisschen vorsichtiger. Eisenpfeil. Oh, das ist herrlich, wie viele Eisenpfeile man hier bekommt. Und da sind noch mehr. 10 Stück. Sehr gut. Und da wäre
ein paar Leute da. Oh, jetzt wissen sie, dass das von hier oben kam, oder was? Gehen wir nochmal ein paar Schritte zur Seite. Ich habe mal so einen Vorschlag. So hier. Und dann ducken wir uns wieder. Vielleicht stehen sie da oben. Ah, ich bin wieder versteckt. Ihr könnt mich alle mal hier. Spackos. Oh, das hier möchte ich jetzt ganz gerne noch fertig bekommen. Diese Piraten hier unten. Einfach, sie könnten mich. Ah. Da ist ja der Saar. Taranja, oder wie auch immer du heißt. Javera. Oh oh. Da war unser Javera. Ich hätte etwas gehört. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Captain, ihr habt gewonnen. Seid verdammt. Ich glaube, der Captain ist ein bisschen stärker, deswegen habe ich den mal als erstes. Okay. Den durchsuche ich. Zack. Ja, ein paar sind da noch. Schießen die mit Pfeilen auf mich? Das konnte ich jetzt nicht entdecken. Okay. Den habe ich erledigt. Den Captain Harga. Oh, Schlüssel zu Hagas Truhe, das klingt gut. Nochmal das schwarze Truhe mal runter. Sehr schön. Und Javera. Amethyst. Du hast schon. Fertigkeit. Ja. Okay, wenn die leichte Rüstung dadurch erhöht wird, dann gehen wir doch direkt mal in unsere Objekte. Bekleidung. Miras Ring. Ausdauer wird um 50 erhöht. Das gleiche Zehrenstärke. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber den hier. Leichte Rüstung wird um 12 gesteigert. Ich meine, why not? Das könnte ja amazing werden, ne? Bruder. Wo seid ihr? Bin hier oben. Sowieso noch mal zurück. Sehr schön. Okay. Damit hätten wir hier alle Gegner erledigt, wenn ich das richtig sehe. Den dann nehmen wir noch mit. Den haben wir von da oben abgeschossen. Oh, hier kann man so schön Sachen schmieden. Wir haben sich hier eine richtig kleine, wie sagt man, Utopie aufgebaut. Ist aber schade, dass ich das alleine direkt wieder zerstört habe. Eigentlich gefällt es mir ganz gut. Nichts Besonderes. Okay. Ah. Ist echt Piraten gewesen. Hagas Tagebuch. Komm hier, les mal. Ihr kennt das Ding. Ja? Könnt ihr es euch durchlesen? Ich nehme es jetzt mal mit. Oh, warum kann ich da nicht gleich? Ah, Folge in Überlänge mal wieder, sehe ich gerade. Naja, nicht so schlimm. Was hat denn mein? Ich habe da auch einen Zwergenbogen, oder? Dann habe ich, ja, kann da drinnen bleiben. Oder nicht? Mammutstoßsaat. Keine Zutat. Oh. Boah, get shit. Au, da war noch ein Stahlpfeil. Das war echt ärgerlich. Ich springe hier aber runter. Zack. Ach, schön. Wie viele Pfeile die hier haben. Geil. Absolut geil. Was gibt's hier unten? Gibt's hier unten noch was Interessantes? Wacholderbeeren. Da hört sich allein schon der Abstich. Drachenbaum. Nice. Okay. Gibt es denn eine Abkürzung hier raus?
Den habe ich aber noch nicht geholt. Den habe ich so da unten. Ne? Also den habe ich, glaube ich, auf der Treppe. Ah, das war der, den ich auf der Treppe getötet habe, natürlich. Okay, da ist nichts drin. Aber diese Kiste von dem Typen, wofür ich den Schlüssel brauchte, habe ich immer noch nicht gefunden, oder? Wo könnte die denn sein? Oder war das die eine? Oder ist das die hier unten? Auf dem Schiff? Oder ist die hier unten auf dem Schiff? Aua! Ahaha! Elfenschild des schwindenden Blitzes. Gold und so. Okay. Das habe ich soweit. Das können wir auch machen. Okay, sehr schön. Das machen wir doch auch gleich. Und, sind wir für heute leider auch schon wieder fertig. Aber braucht nicht traurig sein. Die nächste Folge kommt ja schon bald. Deswegen stelle ich mich einfach mal hier hin. Sehe mir an, was ich gerade von bösen Menschen befreit habe. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen da. Und wenn ihr nichts mehr von Skyrim oder anderen Projekten auf unserem Kanal verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielleicht auch die Glocke zu aktivieren. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Und in dem Sinne würde ich einfach mal so sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.